Hallo Welt, da sind wir wieder. Mit unserem Falk. Und wir wollen von hier entkommen. Na, noch sehen sie uns nicht hier. Ob wir es wagen können, einfach hier runter zu springen? Wir haben das ja schon mal ausprobiert. Das hat nicht so gut geklappt, was? Hey, wir flüchten einfach hier in Richtung Blumen. Da sind Mohnblumen oder so etwas. Ja, hier ist doch niemand. Oh, denkst du? Oh, hier ist irgendwas. Vielleicht finden wir mal eine Rüstung. Nein. Ach ja, Falk ist hinter uns. Was ist das? Liebe Welt da draußen, es gibt auch Minen hier. Interessant, oder? Was ist das? Nein! Das sind fiese Waffen. Mach Platz. Danke, meine ich. Oh, nein! Da will ich aber noch mal gucken. Ich muss mir merken, wie sie aussah. Oh, nein! Da ist jemand. Hey! Das ist kein guter Anfang, oder? Nein, das ist das Ende. Das bleibt. Nein. Ich muss doch erstmal wieder reinkommen, so ein bisschen. Ja, beim ersten Mal hat das gut geklappt. Leiter. Klettern. Ja, dann eben nicht zu diesen Mohnblumen. Okay, überredet. Vögel. Hey, wir könnten versuchen, darauf zu kommen. Für eine schöne Aussicht. So etwas in der Art hatten wir schon mal. Das lassen wir jetzt mal. Obwohl ich schon in den Kommentaren gelesen habe, dass es sich doch durchaus lohnen soll, an solche Orte zu gehen. Ja, das Wasser ist unser Freund. Das Wasser wird uns helfen. Wir haben es geschafft. Was ist das? Ein Dodo? Federvieh. Und ein verlassenes Haus. Ah ja, wir sind dem ganzen Wahnsinn schon mal entkommen. Aha. Ratten. Die kriegen wir. Es sind viele Ratten, okay. Nein. Ratte. Haha. Vorsicht. Zu viele Ratten. Angriff aus der Luft wäre nicht schlecht. Hey, die nehmen ja gar keinen Schaden. Wir gucken schon mal im Haus. Hey, was war das? Waren wir zu weit oben, ja? Dabei habe ich mich jetzt gerade entschieden, im Haus nachzusehen. Schneit das?
Nein! Ich wollte da oben drauf, gerne. Hier, kletter drüber. Ah, wir kommen nicht aufs Haus. Da, das können wir. Jawohl! Wir haben auch gekämpft. Wir waren gut. Wir haben das kleine Ding da zerstört. Diese Assel. Bergassel oder was das war. Oh. Wie du willst. Richtig, du hast das Gewehr. Schnapp sie dir. Ah, diesmal sind wir aber gut davongekommen. Ah, Erfahrung. Warum ist hier ein Zaun? Haben sie das Haus eingezäunt? Was machst du da? Wir kommen hier einfach nicht aufs Haus. Das geht nicht mit dem Haus. Ratte! Ratte! Och nein! Nein, 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 nein. Jetzt bin ich aber hartnäckig. Also das wollen wir wissen. Gegen so Pestratten. Das waren unsere ersten Gegner. Gegen die kommen wir doch an. Nein, sind wir noch nie. Warum sollten wir jetzt? Wie du willst. Oh, hey. Solche Kunststücke kannst du. Schnapp sie dir. Schieß. Ganz elegant. Wir können ja fliegen und sowas. Ah, wer kommt denn da? Wie du willst. Richtig, nimm dein Gewehr. Aber mit dem Hammer kannst du das schneller, oder? Nein, du hast sie erwischt. Da fliegt sie schon. Pestratte. Oh nein! Sie hängt im Zaun! Nutze das. Kein Problem, oder? Du hast das gut hinbekommen. So viele Knochen hier. Und Fleisch und alles. Ja, ich sag mal ganz vorsichtig. Es wird sich wohl gelohnt haben, hier gegen die Ratten anzukommen. Mal sehen, was wir hier im Haus noch finden. Oh, so viele Kreuze. Ja, ich denke mal, es wird wohl so eine Art Friedhof oder was sein. Was knarrt? Truhe, verschlossen. Ich bin nicht gut genug. Ach, ja, leider. Aber hier...
Naja, da haben wir einen Becher bekommen. Aber hier. Eine Handgranate, so, so. Yeah, 2 Punkte. Und Fleisch. Hey, die sind ja alle tot. So viele hier drin. Plünderer gefunden. Tja. Und die Einsiedlerin ist leider auch tot. Ja, Falk, wir suchen schon deine Sachen. Eine Anleitung haben wir erhalten und wir können hier sogar schlafen gehen. Na, wollte ich das mitnehmen? Ich bin nicht ganz sicher. So, den Krug, die Lampe und so, das müssen wir ja nicht unbedingt alles mitnehmen. Ach so. Ich grüße euch aus dem feurigen Herzen Magalans. Kalan hat uns bis heute vor dem Untergang bewahrt. Steht uns in allen schweren Zeiten bei. Für alle, die klaren Verstandes und reinen Blutes sind, ist Kalan unsere Rettung. Hier spricht Herbert aus dem Orbit. Interessant, aus dem Orbit. Können wir nicht hier wohnen bleiben? Aha! Ein Dietrich. Naja, gut. Ein Dietrich. Müssen wir schlafen? Oh, einen Besen nehmen, hier aufräumen? Nein, ich glaube eher nicht. Komm, wir hauen wieder ab, oder? Ja. Und Dabel? Da ist nichts mehr zu machen. Torben Barben? Da ist nichts zu holen. Alte Münze? Hm. Alte Münze. Ach so, die haben hier Münzen. Ob der Slop? Ob der Slop? Das ist keine gute Idee. Aha, ja gut. Dann nimm die Münze. Hopp, der Slop. Naja gut, weiter geht's. Moment, wir haben doch hier mit Sicherheit eine Karte oder so etwas. So, dann wollen wir mal sehen, wo wir hin dürfen. Hochleistungsfähige CPU, die sollen wir suchen. Nein. Wir sind doch da ganz in der Nähe von... Oh, die anderen Sachen sind aber weit weg. Elex-Batterie brauchen wir. Was ist das Lilane hier? Dein Mark... Ach so, so weit sind wir gekommen? Wow. Hydraulisches Gelenk haben wir dort. Und hier haben wir... Gaurudium. Gaurudium, also. Ach, der reisende Händler ist dort. Ja, wir sind doch ganz in der Nähe hier von der hochleistungsfähigen CPU. Ja, da sind wir gerade geflüchtet. Warum sind wir da geflüchtet? Das war viel zu anstrengend. Es hilft nichts, wir müssen dahin. Hochleistungsfähige CPU. Ja, ja, ich sehe schon, wo das hinführt wieder. Können wir nicht ein bisschen schleichen? Das muss da sein. Wir müssen die Feinde erstmal alle ausschalten. Falk. Oh, du hast ja deinen Hammer. Und das bei dem Regen jetzt. Oh, haben sie uns schon gesehen?
sie stehen da rum. Ach, die ist bestimmt da drin. Das mit der Mine war nicht witzig. Vielleicht waren wir doch besser drinnen aufgehoben. Also auf dem Turm da oben waren wir vielleicht schon ganz gut aufgehoben. Können wir hier nicht in Deckung gehen und dann so aus dem Hinterhalt? Ja, das... Oder? Na, wir können klettern oder so. Wir sind nicht so ein Schleicher. Oder etwa doch? Na, wir können rennen. Muss das sein mit dem Regen jetzt? Ja, liebe Welt da draußen, wir werden uns das in der nächsten Folge angucken, wie wir hier weiterkommen. Vielleicht hört es dann auch auf zu regnen und wir sehen etwas besser. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Wah! Moment, du gehörst doch zu uns. Pollux, nein, der gehört gar nicht zu uns. Nichts wie weg hier. Pflanze. Wow. Da kannst du mal sehen, was die da ausrichten. Versteck dich hier. Hinterm Baum. Gut. Habe ich schon gesagt. Und tschüss.